Das wird so ein Spaß, ich sag's euch. Gestern war es endlich soweit. Meine Sklaven sind wieder in Deutschland eingetroffen und dachten auch, dass sie mich direkt abschlabbern können, aber Pustekuchen. Die mussten mich erstmal suchen. Ob er draußen ist oder ob er drin ist? Urmilein. Urmi. Oh mein Gott, Schatz, guck mal, wir haben hier Rasen gemäht. Guck mal, wie sie wieder aussieht. Scheiße. Katzen? Kuschi! Hi! Hallo! Hallo, mein Kuschelein. Hallo, mein Kuschelein. Wie geht's dir? Oh, sie hat die Couch stimuliert. Frag nicht. Oh mein Gott. Sie hat da einfach Teppich gelegt. Kuschi. Oh. Oh, sie hat uns aufgewischt. Hm. Urmi? Gelandet sind die zwei morgens um 7:30. Die haben mich so vermisst, dass sie mich erstmal mit dem Auto gesucht haben, hab mich aber natürlich nicht blicken lassen. Abends um 19 Uhr sind sie dann nochmal los, um mich zu suchen. Erst dann habe ich klein beigegeben und mich gezeigt. Nächstes Mal, wenn sie wieder so lange wegbleiben, haue ich ganz ab. Dann können sie bleiben, wo der Pfeffer wächst, ich sag's euch. Kuschi, die alte Butterbirne, hat sich bei der Ankunft direkt bei unseren Sklaven eingeschleimt und eine Runde mit denen im Bett Kuschelmuschel gemacht. Die hat sich so gefreut, ich sag's euch. Jetzt sind wir alle wieder vereint. Ich liebe meine Familie. Sind eure Katzen auch beleidigt, wenn ihr Urlaub gemacht habt? Schreibt es mir rein. Wurmi out. Also sie hat uns doch lieb. Hat uns jemand vermisst?